jetzt liest, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Stell dir vor, Allah hilft dir nicht. Allah leitet dich nicht recht. Stell dir das vor. Das bedeutet, du würdest kein Muslim, nicht als Muslim sterben. Und was ist dann? Das bedeutet, du wirst für immer und ewig in der Hölle bleiben. Stell dir das vor. Eine Woche in der Hölle. Kommst du dann raus, wenn du nicht als Muslim stirbst? Du kommst nicht raus. Ein Monat in der Hölle. Ein Jahr, zwei, drei, zehn, hundert, tausend, Billionen, Trillionen. Wann kommst du raus aus der Hölle? Nie. Nie kommst du raus. Und du willst nun die Rettung von Allah, Iyyaka nasta'in. Wir bitten dich um Hilfe. Also wir bitten dich um Errettung. Vor was denn? Vor dem ewigen Höllenfeuer. Wirst du dann so Allah azza wa jal bitten? Ja, wenn du willst, dann ja, wenn nicht, dann habe ich halt Pech. Wirst du so Allah bitten? Oder wirst du tatsächlich Allah flehen darum, dass er dich rettet? Und dass du dieses Iyyaka nasta'in richtig von deinem Herzen heraus aussprichst. Nicht einfach so auf der Zunge, Iyyaka nasta'in. Nein, nein, stell dir vor, Jahannam. Denn in der vorherigen Ayah hast du doch gehört, Maliki yawmiddin. Das heißt, wenn er dann richtet, Subhana, und urteilt, dass du für immer und ewig in die Hölle kommst, dann kann dir kein Mensch mehr helfen. Und deswegen solltest du diese Ayah so rezitieren, wie jemand, der gerade am Ertrinken ist und um Hilfe bittet. Der gerade in einer brennenden Wohnung ist und um Hilfe bittet. Der gerade keinen Ausweg findet und um Hilfe bittet. Wie gelange ich dazu? Indem ich mir vorstelle, was wäre, wenn ich keine Rechtleitung hätte. Stell dir vor, du würdest dich niederwerfen vor einer Kuh, vor einem Affen, vor der Sonne, vor dem Mond, vor einem Baum, vor einer Skulptur. Stell dir vor, du würdest nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Das haben wir doch schon erwähnt, wie viele Hürden es gibt, wie oft Allah azza wa jal dich recht geleitet hat vom Atheismus, dann nochmal vom Polytheismus, dann nochmal von dem falschen Göttern, dann nochmal von den Bid'a, den Erneuerungen, dann von den großen Sünden, dann von den kleinen Sünden. Allah azza wa jal hat dich mehrmals gerettet. Stell dir vor, Allah azza wa jal rettet dich nicht. Iyyaka nasta'in muss also aus den Tiefen des Herzens entspringen, ein Hilfeschrei des Herzens muss das sein. Nicht einfach so eine Aussage, die wir nicht kosten, nicht spüren. Und wenn es sein muss, wiederhole die Ayah. Das ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jetzt nicht diese Ayah zu wiederholen, sondern ich meine allgemein. Al-Rasul alaihi salatu wasallam hat sogar einmal eine ganze Nacht mit einer Ayah verbracht, indem er sie wiederholt hat. Das heißt nicht, dass du jetzt jede Surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in wiederholen sollst. Aber ab und zu mal, wenn du mal diesen Gedanken hast, wenn du mal so in Demut bist und diese Abhängigkeit von Allah, das ist ein Genuss. Die Abhängigkeit von den Menschen ist eine Erniedrigung. Aber die Abhängigkeit von Allah dir vor Augen halten willst, diesen Genuss spüren willst, oh Allah, ich bin so abhängig. Oh Allah, ich bin so arm ohne dich. Oh Allah, Azza wa Jal, ich bin so schwach ohne dich. Oh Allah, ich kann mir nicht selbst helfen. Wenn du mich nicht rettest, bin ich weg. So sollte man Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Oh Allah, ich bete dich an, Iyyaka na'budu, damit du mir hilfst. Oh Allah, nimm mir von mir diese Ibadah an, auch wenn sie nicht reicht und dir nicht gebührt, deiner Hoheit, deiner Majestät. Subhanak, aber trotzdem, hilf mir trotzdem. Iyyaka nasta'in. Und dann geht es natürlich weiter. Was bitten wir Allah Azza wa Jal? Wir bitten ihn um Hilfe. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Und das sehen wir inshallah das nächste Mal. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, demütig zu sein in unseren Gebeten, zu verstehen, was wir rezitieren.
und was wir an Gedenksprüchen aussprechen. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.